Ein rund 40 Tonnen schwerer Muldenkipper wird nach einem Leiheinsatz bei Quarzsand Lank von der Spedition Wacker aus Filderstadt zu einem anderen Werk gebracht. Im Einsatz ist Lkw-Fahrer Dominik Rüster. Und er ist mit einem Scheuerle Eurokompakt-Tieflader mit der Achsformel 0 plus 3 und einer Teleskopplattenbrücke unterwegs. Die einfache Bedienbarkeit des Fahrzeugs und insbesondere des abfahrbaren Spanenhalses erleichtert den Fahrern das Auf- und Abladen erheblich und sorgt ganz nebenbei auch noch für äußerste Flexibilität. Ergebnis ist im Alltag eine enorme Zeit- und Arbeitsersparnis. Also mit dem Scheuerle, was jetzt hier steht, kann man relativ schnell auf- und abladen. Circa für einen geübten Mann eine halbe Stunde. Mit dem ganzen Schnellwechselsystem, was dran sind, man muss nicht mehr selber Schraubenschlüssel rausholen. Einen Knopf drücken, zack, hat man die Schnellverschlüsse offen, Schläuche weg, Hals weg. Also es geht relativ kinderleicht, wenn man weiß, wie es funktioniert. Im täglichen Einsatz überzeugt den Schwerlastprofi vor allem das einfache Handling der Technik. Es macht den Eurokompakt 0 plus 3 von Scheuerle zu einem wahren Allrounder. Also ich finde das System gut durchdacht, weil wir haben hier keinerlei Elektrik verbaut. Das heißt, wenn auch mal irgendwas passieren sollte, könnten wir das Ding relativ schnell wieder alleine flott kriegen, ohne dass man Elektriker braucht, so wie an anderen Systemen. Dass wenn man Magnetventil hängt oder sowas, das haben wir hier überhaupt nicht verbaut, das ist alles rein hydraulisch. Pluspunkte, die dazu beigetragen haben, dass Dominik Rüster die Arbeit als Fahrer eines Schwertransporters für sich entdeckt hat. Bemerkenswert, denn eigentlich erschien ihm diese Tätigkeit immer als zu kompliziert und zu aufwendig. Dank des Eurokompakt-Tiefladers von Scheuerle ist Dominik jetzt ganz anderer Meinung. Die beim 0 plus 3 gegenüber dem Vorgänger optimierte Lenkung und das Mehr an Sicherheit geben ihm jetzt, selbst in schwierigen Situationen, jederzeit ein gutes Gefühl. Unser Geschäft ist halt teilweise Zentimetergeschäft. Mit den Apparaten durch Ortschaften durchzufahren. Vom Lenkeinschlag her ist er echt super. Also da, was ich bis jetzt gefahren bin, andere Hersteller, die kommen alle weit nett an Scheuerle hin. Und das vereinfacht halt viel. Gerade in engen Gassen oder enge Straßen mit dem Auflieger zu fahren, ist echt top. Also ist echt klasse, macht auch Spaß. Die hohe Wendigkeit und das ausgezeichnete Verhältnis von Eigengewicht zu Nutzlast zählen zu den Stärken des Eurokompakt 0 plus 3. Auch in dieser Nacht stößt Dominik Rüster trotz seiner Zuggesamtlänge von 22 Metern und einer Breite von 3,80 Metern nicht an seine Grenzen. Und weil diese Baureihe gewichts- und längenoptimierte Sattelauflieger umfasst, sind viele Transporte von Baumaschinen jetzt sogar tagsüber möglich. Jetzt bei dem 0 plus 3 Kombi ist halt das Schöne, dass man nicht nur nachts unterwegs ist. Also man kann auch relativ viel tagsüber fahren, obwohl es nachts schön ist zu fahren. Weniger Verkehr, weniger Stau, klar, weniger Verkehrsaufkommen. Aber man kann halt ziemlich viel genehmigungstechnisch tagsüber fahren. Der 71 Tonnen schwere Sattelzug mit dem Muldenkipper ist nach knapp 2 Stunden Fahrzeit fast am Ziel. Häufig ist Dominik Rüster am Ende solcher Touren ganz alleine auf sich gestellt. Doch auch das macht ihm mit dem Eurokompakt 0 plus 3 nichts aus. Denn genauso einfach wie das Beladen ist mit Hilfe der Scheuerle-Technik auch das Entladen. Wir werden jetzt den Hals hier vorne abkröpfen. Wir machen die 2 Bolzen hier raus. Wir machen die 2 Böcke hier hinten raus. Dann kann ich den Hals ein Stück ablassen, kann mit der Zugmaschine wegfahren. Dann kommen vorne 2 Rampen hin und ich kann mit dem Dumper vom Tiefbett rückwärts runterfahren. Und so schnell wie der Dumper abgeladen ist, so schnell ist der Eurokompakt-Tieflader auch wieder zusammengebaut und mit der Zugmaschine verbunden. Es ist das hohe Maß an Funktionalität, das den Fahrer begeistert. Das ist Schnellverbinder. Sehen Sie ja selber, reinmachen, rum, fertig. Meine komplette Hydraulik für hinten ist dran. Auf der anderen Seite haben wir das gleiche System. Ich brauche keinen Gabelschlüssel mehr. Ich muss nicht mehr meine einzelnen Schläuche dahin machen, wo sie wirklich hinkören. Also für mich viel einfacher. Trotz hoher Belastung ist die Technik kaum anfällig für Schäden. Das überzeugt den Fahrer und die Firma Wacker. Beeindruckend ist neben der herausragenden Qualität aber auch der Kontakt zum Hersteller selbst.
Die schenken einem das Ohr, wenn man auch Verbesserungsvorschläge hat. Die wollen das auch wissen, was man besser machen kann an ihren Fahrzeugen. Die Werkstatt auch, top Leute, wenn man wirklich Probleme hat. Man kann auch den Ingenieur anrufen oder wenn man mal bei der Firma ist in Vettelbach. Wenn der uns sieht, die kommen teilweise auch raus und fragen, wie es funktioniert, wie wir das Fahrzeug finden. Wie gesagt, ob man was besser machen kann oder nicht. Also das ist echt eine klasse Firma, bin ich echt top begeistert. Ab sofort sind auch zwei nochmals verbesserte Euro-Kompakt-Modelle zu haben. Die beiden Modelle mit wahlweise zwei oder drei Achsen profitieren von einem deutlichen Nutzlast-Plus und dem Scheuerle Clever Coupling-System, das ein besonders leichtes Trennen und Verbinden des Schwanenhalses gerade auf unebenem Untergrund erlaubt.